In the ways of the weak, the tyrants can feed alone. Feel the fact, the cream, the strength in me, I know. And you're driving me crazy. Yo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich mein Quad vorstellen, mein 50er Quad. Ich bin gerade hier da, wo ich auch mein 125er vorgestellt habe. Und ja, also das ist ein Adlai Quad, 50 Kubik, 2 Takt, hat 6 PS, hat Radiomatik, so wie beim Roller. Also man muss nur Gas geben und es fährt. Die Besonderheit hier ist, dass es 4 Gänge sozusagen gibt. Das heißt einmal Rückwärtsgang, neutraler, zweiter und erster. Der zweite ist halt größer übersetzt, deswegen schafft man damit die höchste Geschwindigkeit. Und der erste Gang ist halt kleiner übersetzt. Dafür schafft man keine große Geschwindigkeit, aber dafür hat man am Anfang, wenn man Gas gibt, mehr Drehmoment. Das hat 3 Bremsen. Einmal eine Scheibenbremse hinten und 2 Scheibenbremsen vorne, also in jeweils ein Radgehäuse in den Felgen. Außerdem hat das noch eine Feststellbremse, die man wie beim Auto anziehen kann, dass es nicht wegrollt, wenn man es parkt, weil es halt nicht auf dem Ständer steht. Hier haben wir Warnblinklicht, Fernlicht und Abblendlicht. Blinken und Hupen geht auch. Also ganz normal, wie bei den anderen Rollern auch. Die Besonderheit ist hier, dass wenn man in den Rückwärtsgang rein will, dass man die Sperre nach links zieht und den Schalthebel nach hinten zieht. Und dann ist man im Rückwärtsgang. Das ist halt die eine Besonderheit. Das Quad hat noch einen Tankinhalt von 8 Litern. Also 8 Liter normaler Tank und ich glaube 1 Liter Zweitakt Öl. Weil das ist Getrennschmiedung, das heißt, man muss nicht mischen und das ist im Alltag ziemlich praktisch. Ich komme mit einer Tankfüllung knapp zwischen 90 und 100 Kilometer, wenn ich wirklich das ausreize und maximal fahre. Und der Öltank, der hält, also wenn man den einmal voll macht, hält er für 10 Tankinhalte, also für 10-mal normal tanken. Der Motor hat eine Wasserkühlung, das heißt hier das Gehäuse ist Wasser und damit kühlt es halt den Motor. Den Gepäckträger habe ich selber drauf montiert, gibt es aber auch genau für das Quad, also das ist es auch für das Quad und muss man einfach nur Löcher reinfräsen und reintun und halt festschrauben hier unten. Und ein Gasgriff habe ich auch noch eingebaut, weil es einfacher ist und man nicht immer, wenn man Vollgas gibt, was man beim 50er Moped meistens tut, immer den Daumen voll durchgesteckt hat, weil das tut nach einer Zeit weh. Das hat ein Display, wo die wichtigsten Sachen angezeigt werden, das heißt neutraler Gang, erster Gang, zweiter Gang, Öl, Kontrollleuchte, Wasserstand wahrscheinlich vom Wasserkühler, dann hier Fernlicht, Rückwärtsgang und Blinken. Also Blinken und Warnblinklicht. Hier ist der Tank angezeigt, also hier. Hier ist die kmh angezeigt, Kilometer,
Wir warten. Das Quad hat außerdem noch eine Zwei-Personen-Zulassung. Das heißt, man kann halt auch zu zweit fahren. Der Sozius, der hat die Füße hier. Und der Fahrer hat die hier. Das ist auch erhöht, also auch ziemlich bequem für den Sozius. Der Sozius kann sie auch hier hinten festhalten. Was auch ziemlich praktisch ist. Darf man ja mit AM, also Moped, fahren. Wird leider nicht mehr hergestellt, kostet gebraucht zwischen 1500 bis 2300. Kommt darauf an, was für ein Zustand das ist. Noch eine Besonderheit ist, dass es einen E- und Kickstarter hat. Das ist praktisch halt, wenn die Batterie leer ist. Also geht auch sofort an. Kann ich mal kurz zeigen. Mal Benzin dann auf On stellen. Und also geht schnell und zuverlässig an. Ich kann mal kurz einen Soundcheck machen. Ich kann mal kurz den Topspeed hiervon testen. Kann ich gleich in diesem Video mit einbauen, weil dafür lohnt sich es nicht, ein extra Video zu machen. Einmal im ersten Gang. So. Gucken, ob es keiner kommt. So, und los. Also 39 im ersten Gang und los. Also der zweite kommt ein bisschen später, aber dafür zieht er oben ein bisschen mehr. Und nochmal. Auch einen kleinen Donut machen. Noch ein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.